Ich bin heute mit Ben in der Sketchy Face Starship Skate Hall und wir werden heute ein richtig heftiges Calling the Shots spielen. Herzlich willkommen zu diesem Video, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe heute einen Special Guest und zwar Ben habe ich heute bei mir. Und Ben, wir werden heute was Krasses machen. Weißt du schon was? So ein Calling the Shots. Calling the Shots werden wir machen. Und zwar Ben gegen mich. Er callt mir Tricks, ich call ihn Tricks. Und wir sind erstmal jetzt hier in den Draußenbereich. Wir werden gleich aber nochmal reingehen in die Sketchy Place Starship Skate Halle. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Bock drauf. Checkt natürlich auch gerne Ben auf Insta ab. Ist natürlich unten verlinkt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Schere, Stein, Papier. Der Gewinner darf auf jeden Fall anfangen, den anderen was zu callen. Schere, Stein, Papier! Oh, du darfst anfangen. Wir sind erstmal hier draußen. Wir haben hinten eine Quarter und natürlich auch ein Hausdach. Ja, Hausdach haben wir auf jeden Fall. Was soll ich machen als erstes? Erstmal über das Haus noch ein chilling Triple Whip. Ja, chillig, auf jeden, machen wir. Okay, Triple Whip habe ich gemacht, deswegen. Ich möchte von dir auf jeden Fall sehen, auch an der gleichen Rampe, also auch über das Hausdach, ein Kickless Late Whip. Boah, okay. Safe? Okay, gut. Dann bin ich mal gespannt, ob er einen First Try hinbekommt. Wahrscheinlich. First Try, sehr, sehr clean, Alter. Heftig. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir dann gleich drin machen werden, weil das wird auch sehr krass. Sehr clean auf jeden Fall. Okay. Ich würde sagen, wollen wir mal zur Quarter? Ja. Was soll ich da machen? Erstmal einen Buttercup. Ein Buttercup. Bäh, ewig, aber kriegen wir hin. Oh Gott, der war grauenhaft. Aber der ging trotzdem klar. Ben, komm mal kurz her. Ich habe auf jeden Fall auch einen coolen Air-Trick für dich. Und zwar möchte ich von dir auf chillig ein Inward Pry sehen. Okay. Safe. Der geht. Oh ja, also man darf die Quarter wirklich nicht unterschätzen, die ist jetzt nicht die steilste. Natürlich sieht die groß aus, aber man hat natürlich auch nicht so viel Pop und Airtime, deswegen ja. Sehr nice gemacht. Gut, letzter Trick hier und zwar nochmal übers Hausdach. Ben, ich möchte auf jeden Fall von dir einen, ich habe noch nie von dir einen Fingerwhip gesehen. Ich möchte von dir einen Fingerwhip erstmal übers Hausdach sehen. Bin gespannt, ob du, hast du ihn schon mal gemacht? Ja, ne? Ja. Aber ich habe ihn nie gesehen, deswegen will ich ihn auf jeden Fall mal sehen und gleich kommen wir zu den Bangers, also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und checkt natürlich gerne den ersten Link in der Videobeschreibung für die Online-Kurse ab, aber jetzt erstmal Fingerwhip von Ben. Let's go, komm. Kann man nicht sagen, war sehr entspannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was Ben mir callen will. Okay, ich call dir jetzt erstmal einen Unless Late Whip über das Haus. Ich glaube, ich habe den noch nie versucht, aber ich glaube, der geht sogar. Unless Late Whip, den machen wir. Geil, also der macht echt richtig Bock. Unless Late Whip. Und ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt rein und ich call Ben den ersten Trick. Ich denke, das wird über die Box sein. Wir sind jetzt noch nicht drüben bei der Holzbox, sondern wir sind jetzt hier in der 180 und ich will auf jeden Fall von Ben, weil ich weiß, du liebst Double Overheads, ne? Ja. Ich möchte auf jeden Fall von ihm Bry Butter sehen und ich bin mir sicher, der wird First Try sein. Also komm, Bry Butter, du kriegst hin, ne? Ja. First Try, das ist so reingekackt, Ben, Mann. Auch noch ein chillig Kickless auf jeden Fall. Also ich muss echt sagen, geisteskrank. Du kannst mir gerne hier auch einen Trick callen. Ich weiß gar nicht, was du mir hier callen kannst. Also 180 bin ich jetzt nicht so der übelst nice Typ. Ich mag 180 tatsächlich nicht. Aber du kannst mir natürlich trotzdem mal irgendeinen Trick callen. Hau mal raus. Ich würde sagen, du machst mal einen Front Scooter Flip. Ohne Whip? Ja. Oh, Front Scooter Flip, auch eklig. Aber versuche ihn First Try hinzubekommen. Habe ich lange nicht gemacht, aber ich krieg den safe hin. Das sage ich jedes Mal. Oh, guck, die Race hat sich mies bewegt, oder? Ja, bisschen. Alter, ich hab mich mies erschrocken. Ich würde sagen, 180 haben wir. Bry Butters haben wir auch, denke ich mal, erstmal, ne? Deswegen gehen wir mal rüber in die andere Halle zu den Boxen. Ob jetzt Resi-Box oder Holzbox. Ich habe auf jeden Fall einen geilen Call für dich, deswegen gehen wir mal rüber. So, wir sind jetzt hier drüben in der Halle und wir sind auf der Holzbox, weil ich möchte von dir einen krassen Trick sehen über die Holzbox und zwar einen Quint-Whip. Oh ja. Den hast du schon mal gemacht, ne? Du hast sogar 6-mal gemacht. Ja. Digga, das ist krass. Also, Quint-Whip machen wir auf jeden Fall. Also, er zumindest, ich habe gar keinen Bock da drauf. Aber du kriegst ihn hin. Komm, drei Polster drauf. Eins, zwei, kriegst du schon hin. Bin gespannt. Können wir ganz kurz drüber reden, dass alles First Try ist hier. Es ist übertrieben. Digga, Ben, sehr, sehr krass. Alter, voll eine Glatsch bekommen. Sehr wild. Nächster Trick, den ich machen muss. Was soll ich machen? Von dem Spine-Abschwung in die Step-Up-Landung. Ja. Unless. Boah, also du hast es mit den Unless, weil ich liebe Unless. Und du weißt auch, dass ich Unless feiere. Deswegen Unless habe ich, glaube ich, noch nie gemacht über das Gap. Nur Step-Up. Und das machen wir auch direkt. Alter, woo! Er könnte sogar tatsächlich noch einen Whip hin. Digga, First Try. Ich bin sehr, sehr überrascht, dass er First Try war. Deswegen, Ben, ich möchte auch von dir da was sehen. Das Step Up, beziehungsweise nicht das Step Up, sondern das Spine in Step Up. Nächsten Trick, den ich hier über dieses Gap call, obwohl ich gerade rüber gesprungen bin, ist ein Whip Rewind Kickless Late Whip. Okay. Boah, ich weiß, du kannst Whip Rewind Kickless sehr schnell, deswegen glaube ich, geht das klar. Da hat man genug Airtime. Ja. Kriegst du hin. Let's go, komm. Albern, wir schaffen hier alles First Try gerade. Heftig, Alter. Ben, geisteskrank. Sehr clean wieder gemacht. Also, was soll ich machen, Ben? Hau raus. Als nächstes Mal bei der Resi ein Frontflip Drop-In. Der erste Flip. Da bin ich gespannt drauf. Frontflip Drop-In. Ich mach mit Fastplant. Oder ist es egal? Ja, mit Fastplant. Mit Fastplant mache ich auf jeden Fall. Da habe ich Angst, dass ich überdrehe, weil manchmal überdrehe ich und dann komplett mit einem Toner gegen Knie. Tut auf jeden Fall mega weh, aber Frontflip Drop habe ich Bock drauf. Der erste Trick verkackt.
Man hat sich ein bisschen mich überschätzt mit dem Überdrehen, aber ich denke mal, auf dem zweiten sollte der klappen. Aber der erste Trick, den wir heute verkackt haben, ja. Ich hoffe, dass du auch irgendwas... Nein, ich hoffe es nicht. Wir sollen alles first try hier stehen. Alter, der ist sehr, sehr eklig, der Trick, aber bockt auf jeden Fall. Nice, haben wir auch geschafft. Was willst du machen? Was kannst du machen vor allem? Boah, Alter, das ist echt schwer. Wir haben auf jeden Fall schon viele Tricks gemacht, die krass sind. Aber wir wollen auch mal ein bisschen krassere, also nicht krassere Tricks, aber halt schwerere Tricks. Ach, Digga, was kann ich sagen? Du machst einen 360 Downhill, barst mir das selber hoch. Es ist ein 360 Trick. Er ist nicht einfach, sage ich mal, aber es geht klar. Und du kriegst ihn eh. Was, 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 was soll ich sagen? Yes, sir. Also Ben, natürlich, war klar, first try, was soll ich sagen, was soll ich jetzt machen als nächstes? Als nächstes ein Footjam. Footjam oder noch ein Trick dabei? Einfach nur ein Footjam. Einfach nur ein Footjam, aber danach mache ich noch einen Trick, weil ich Bock darauf habe. Also als erstes ein Footjam. Nice, jetzt noch eins. Hoffentlich first try. Ja! Alter. Ey, Footjam Tailwhip, hatte ich ultra Bock da drauf. Digga, danke, Mann. First, Digga, schon wieder First Try. Was ist denn heute los? Heute ist nur ein First Try Video. Ben, ich möchte von dir einen krassen Trick sehen. Und zwar 360 Bright Flip to Bar über die Resi. Ja, das geht. Boah, das geht gar nicht klar, aber für ihn geht das perfekt. Oh, sein erster Verkackter, aber der war richtig gut für den ersten Try. 360 Bright Flip to Bar ist sehr eklig. Ich glaube, er kriegt ihn aber auf jeden Fall auf den zweiten hin. Second try, was soll ich sagen? Geisteskrank, sehr, sehr clean sogar. Jetzt bin ich gespannt, was ich als nächstes machen soll. Erstmal, ey, richtig geil. Geiler Trick. Aus der Bank einen Quad-Whip. Oh, diesmal aus der Bank. Oh, Quad-Whip. Oh, geil, das habe ich auf mein Insta letztens gepostet. Deswegen check mich gerne auf Insta ab und natürlich Ben natürlich auch. Aber Quad-Whip mache ich safe. Oh, first try. Ey, der war verdammt clean. Der war sogar besser als auf dem Insta-Clip, Mann. Verdammt, hätte ich mal den mit dem Handy aufgenommen, hätte ich einen Insta-Clip. Nice. Aber trotzdem, ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Ben, ich möchte Grind von dir sehen. Oh, okay. Und zwar möchte ich einen Feeble to Fitness hier sehen über diese Ledge. Okay, das geht. Hast du schon mal gemacht, ne? Ja, einmal. Boah, eklig, aber geil. Yo, sehr, sehr clean. Also ich würde sagen, das ist heute komplett ein First-Try-Video. Was soll ich als nächstes machen, Ben? Hau mal raus. Als nächstes über die Resi einen Full-Finger-Whip. Oh ja, den finde ich auch sehr geil. Und den mache ich auch. Ich hoffe, wie jeden Trick, First-Try wäre natürlich geil. Ich mache einfach mal mein Bestes, einfach, dass ich einen First-Try hinbekomme. Halt wirklich lächerlich. Jeder Trick ist First Try, ist geistkrank. Sehr nice. Ben, ich möchte noch einen coolen Trick von dir sehen. Okay. Also Ben, ich möchte auf jeden Fall einen Trick auch über die Resi callen und zwar einen Triple Rewind. Oh, okay. Okay, safe, komm, haust du raus. Haust du raus, ja wahrscheinlich, ne? Er kriegt den eh First Try hin. Wieder First Try, das ist so dumm. Sehr, sehr krass. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich ein Like da. Checkt sehr gerne Ben auch auf Instagram ab. Checkt gerne Nick auch natürlich aus. Danke, dass du die ganze Zeit am geil warst und gefilmt hast. Und ich würde sagen, erst Link in der Videobeschreibung für die Online-Kurse von Anfänger bis Profi. Könnt ihr euch gerne lernen. Ich will nichts anderes sagen. Haut rein, habt noch einen geilen Tag. Peace, Leute.